Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und willkommen bei Max Speed Shop. Alter, wir haben schon wieder jetzt 16.15 Uhr. Wie viel habe ich heute gearbeitet? So viel. Gar nicht. Scheiße, ja, Hanna ist krank und ich sitze halt zu Hause, da meine Frau arbeitet. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber was soll ich machen? Ist halt so. Stecken wir nicht drin. Weil, weißt ja, ne? Wenn das Kind krank ist, ist das Kind zu Hause und einer muss ja aufpassen. Und da sie Fieber hat, kann sie auch nicht mit in die Gurkenhalle. Scheiße. Egal. Morgen soll besser sein. Mal schauen. Vielleicht kann ich sie morgen wenigstens dann hier in der Halle hinlegen, dass wir ein bisschen tüdeln können. Aber Kind geht halt vor. Pass auf. Es geht heute eigentlich um den Volvo. Ja, echt jetzt. Mit 850 Turbo und die erste Fahrt mit Kennzeichen dran. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun tatsächlich. Weil ein bisschen Alltag habt ihr drin, was bei Gordon so gelaufen ist heute und so. Und wir haben auch noch so ein bisschen Spezialgetüdel. Halt mit dem Volvo, ein neues Radio muss man noch rein, ein bisschen Gefummel muss da ran, damit das ein bisschen fertig ist. Und es geht heute noch um eine Hutze für das Blaulicht von Kwonwick, damit ich nicht hier nicht immer hier Strafe bezahlen muss dafür, weil ich durch die Gegend fahre. Eigentlich relativ langweilig, weil die Kiste, wir haben heute den 16. und die Kiste ist am 1. abgemeldet. Das heißt, der Volvo muss jetzt eingefahren werden. Und aktuell bin ich tatsächlich mit der Lackierung von dem Volvo noch beschnackt. Ich wollte die eigentlich so neu lackieren, in Gurkenstyle und so. Aber irgendwie finde ich ihn ganz cool, so wie er jetzt ist, mit dem abgerabbelten Klarlack. Sieht voll scheiße abgefuckt aus. Weil dann, die hat nämlich, ist finde ich der ultimative Sleeper. 250 PS hat das Ding. Da weiß aber keiner, wer erwartet, dass so ein ranziger Volvo schnell ist. Also irgendwie auch cool aus seiner eigenen Art und Weise. Gut, egal. Wir checken das Ding nochmal durch. Fahren zur Gurkenhalle, tüdeln das mit dem Blaulicht noch eben schnell. Und dann, ja, dann gucken wir mal, was so abgeht heute Abend noch, weil ich bin ungefähr bis 8 Uhr in der Firma, schätze ich. Und da können wir noch einiges reisen und am Ende reiten wir den Volvo. Also ich weiß echt nicht, einfach mein purer Alltag heute. Mal schauen, was so kommt. Ich bin selber noch komplett auf dem Schirm. Auf jeden Fall sollten wir uns heute um Kevin seinen Anhänger kümmern. Kevin seinen Anhänger braucht nämlich eine neue Kennzeichenleuchte, weil sonst kriegt er nämlich keinen TÜV. Ich bin letztens ja durch den TÜV durchgefallen. Die groben Arbeiten haben wir jetzt durch, aber in der Kennzeichenleuchte braucht er das Ding noch. So, mal ein kleines Update zur neuen Halle. Also nicht zum Haupthalle ändern, sondern zum neuen Außenlager. Ich habe eine 150 Quadratmeter Halle jetzt gemietet. Die war sehr günstig tatsächlich. Ne? Und ich habe auch ein bisschen Beteiligung daran, deswegen passt das. Die war wirklich, also wirklich günstig. Deswegen habe ich auch zugeschlagen. Kriegen wir ab 1.1. Das heißt, wir haben schon ein vernünftiges Außenlager, wo wir unser Getüdel hinpacken können bald, damit wir auch wieder Gurken kaufen können, ohne und Sorgen zu machen. Hier ist wieder rote Polo, den wir gekauft haben letztens. Das Style-Hack-Modell. Das wird übrigens morgen im Video. So hat es jetzt Halbblase aktuell. Noch. Weißt du, solche Autos kann man schön da unterstellen, bis sie halt dran sind. Dann stehen sie nicht mehr auf dem Hof hin rum und gammeln vor sich hin. Arschlecken. So kann man die richtig, richtig schön machen. Und die Schlachter kann man trocken stellen. Das ist genau das Teil, was wir brauchten. Immer. Nachteil ist, es sind 20 Kilometer von hier, von der Halle und von der Firma, also in Friedeburg, bis dahin. Das ist ein bisschen doof, aber sonst voll zufrieden. Ne? Guck mal, das ist Jörg. Wer Jörg nicht kennt, das ist mein Schwiegervater. Jörg. Hallo. Schwiegervater, auch im Namen, genau. Original. Aber manche grüßen mich ja schon in läuft, ne? Video. Original. Ja, genau. Hier, das ist wieder dieses Hutzendingsbums, das ist gerade eine Spezialkonstruktion für der Blaulicht, damit er eine richtige Abdeckung kriegt. Guck, wie geil das aussieht. Dreh dich so mit diesem Pönöpel, der so hoch steht. Denn da kriegst du wieder so ein Gummiband da rum, dann wird so ein Spanner gebastelt und dann ist das professionell. Wir machen ja hier keinen Fusch hier. Als ob wir hier irgendwelche Sachen an irgendwelchen Autos festfuschen würden. Wir doch nicht. Wir fuschen doch nicht. Ja, krieg ich schon irgendwie hin. Geilikowski, sauber dir. Danke dir. Hau schon rein. Oh, Gordon wird sich bedanken. 18 Uhr ist eigentlich sein Feierabend und ich komme um 16.55 Uhr, also hier um 5 komme ich, also eine Stunde vor Feierabend, läuft. Naja gut, er kann gleich nochmal Feierabend machen, den will ich ihn jetzt noch nicht verbieten oder irgendwas, aber ich glaube, mit mir rechnet er nicht mehr. Glaube ich nicht. Mal gucken, was da abgeht. So, in der Gurkenhalle angekommen. Ja, zum Thema Meriva haben wir natürlich wieder Probleme. Irgendwas ist ja immer. Da muss man nur einen Reifen noch aufziehen, aber das ist nicht so schlimm. Liegen hinten noch ein Kurvenweg. Ich habe auch schon einen Kunden für das Auto tatsächlich. Problem daran ist einfach nur, ein Bremssattel ist fest. Und der ist echt doof fest. Ne? Tatsächlich in der Gurkenhalle angekommen. Tatsächlich. Ihr mobbt mich nicht. Was soll ich denn machen? Tja. Du, Alter, ich war heute beim Straßenverkehrsamt gewesen. Ne? Habe da die Abmeldung alle gemacht. Ne? Mit Hanna zusammen.
Die hätten mir fast den Laden vollgereiert. Da hat nicht viel gefehlt. Die ist echt am Ende. Ja. Ich muss echt so, das geht nicht anders. Was ist da los? Erst die Kleine, dann sie? Ja, irgendwie ganz gut. Geht so um, glaube ich. Das ist, glaube ich, dieselbe Pest. Ich glaube, die geht einfach so diese Kindergarten-, Schule-, Schulspezialpest. Nur vom Acker. Und morgen, du. Ja, ich. Da würde ich sagen, können wir den neuen Reifen mehr aufziehen, ne? Bevor wir diese. Bevor. Ja, macht meistens Sinn. Also machen wir TÜV mit anderen Autos, finde ich schlimm. Wenn ich mir morgen Kevin seinen Anhänger auch mitnehmen. Meine die Kennzeichenleute von Heile. Oder wollen wir Toyota gucken? Ja. Genau. Ja, ne? Toyota eigentlich, ne? Teile sind ja da. Weiß ich. Locker hatte, da hat er gestanden und der Finger haben gejuckt heute, ne? Ganzen Tag über, ne? Und wieso kommt der Idiot nicht? Ja. Weißt du was, welcher Idiot noch nicht kommt? Hm? Der Idiot mit unserer Gitterbox. Ach hier, der ja stimmt. Alter, der war sogar im Video und hat uns dann beschissen mit unserer Gitterbox. Also, ja, was heißt beschissen, ne? Der zieht uns nicht die Gitterbox auf. Ja, nee, glaube ich, der kommt irgendwann auch wieder, aber irgendwann. Da können Sie die ruhig mal wiederbringen. Wird mal ganz gut, ne? Wo wir denn mit unserem Schrott sind? Ich mopf erstmal diese Gitterbox hinten von VEB, keine Ahnung, die ich immer haben wollte. Das ist eine Gitterbox auf dem Hof hinten, von Harry noch. Die werde ich von irgendwie abschnacken. Die hätte ich ganz geile Gitterbox. Original noch aus DDR-Zeiten drauf und die Top-Zustand. Die ist cool. Und ich glaube, die hat eh kein Palettenfarb mehr, weil die voll anders ist für andere Gitterboxen. Ja. Hau schon irgendwie rein, ne? Also ist der Berry war eigentlich ganz gut geworden, ne? So mit dem zweifarbigen sieht gar nicht mal scheiße aus, finde ich. Hat so ein bisschen was von hier, wie heißen denn mal die Dinger hier? Allroad bei Audi, ne? Oder diese komischen, diese Geländedinger. Ja, ja. A6, der Plastik, Allroad oder wie hießen die? Weiß ich nicht, oder wie hießen die? Special. Die kennen mich mit Audi so super aus. Audi kenne ich mich Audi auch nicht mit aus. Wir haben auch ganz wenig gemacht bisher nur, ne, Audi? Ja, der ist natürlich der MR2. Dann würde ich mal sagen, dann werden wir das Video heute mal den MR2 widmen. Wie gesagt, das hängt halt immer so an. Wir wissen nicht, was nächstes kommt. Und wenn jetzt der Meriva, ich sag mal, einfacher gewesen wäre, dann hätten wir den heute schnell durchgeschoben, wäre der morgens zum TÜV gegangen, weil ich einen Kunden habe, der darauf wartet. Aber ich habe ihm gerade gesagt, Alter, der Bremssattel ist Schrott. Den hätten wir vielleicht mit ganz viel Gewalt und ganz viel Schraubstock und ganz viel Getüdel irgendwie noch gängig gekriegt. Aber das wäre auch nicht Sinn der Sache. Deswegen kriegt er einen neuen Bremssattel und das Thema ist erledigt. Dann bremst das Ding auch wieder ordentlich. Ne? Jo, war das Stäbchen. Da unten ist ein Loch. Das ist ein Loch? Ja. Oh, hier, der, wo Rott steht. Ja. Aber das ist ja, muss Rott rein, Roddy. Ja, Roddy, Rott. Haben Sie richtig was dabei gedacht, haben Sie sich gedacht. So, Toyota, wer das Video nicht kennt, Hat die Welt verpennt. Hat die Welt verpennt. Ja, scheiße, das Problem ist, ich habe eigentlich ein Video angefangen mit dem Auto. Wie mache ich das denn jetzt? Ach du Scheiße, das ist ein Problem. Was hast du im Video? Was? Eigentlich habe ich ja ein Video angefangen mit dem Auto, weißt du das noch? Drück auf Zurückspulen oder sowas. Ich drück mal auf Zurückspulen. Weiß ich doch nicht. Ob das Ding anspringt oder nicht, das habt ihr jetzt schon gesehen im Video oder noch nicht. Keine Ahnung. Oh Gott, quietscht, Klapper, quietscht. Der Volvo ist erwacht. Ach du Scheiße. Aber egal, da ist er. Mein neues Wintergefährt. Das heißt Wintergefährt. Ich habe nur eine ganze Jahreszulassung verpasst. Das heißt, wenn er hier sich gut schlägt, dann lassen sie das ganze Jahr überlaufen. Schön, ne? So ist wenigstens der Plan. Da ist er. Die neue Obergurke im Gurkenhimmel. Im Speedshop. Ich bin gespannt. Mittlerweile finde ich eigentlich den Look ganz gut, weil er so ziemlich abgeranzt und kaputt aussieht. Das ist eigentlich die ultimative Understatement-Kiste für einen lustigen Gurkenunternehmer, der nicht auffallen will. Dafür ist er ganz geil. Und dann, wenn es darauf ankommt, hat er halt Dampf. Ein Hexpoler brauche ich für den noch, weil Hexpoler ist cool, finde ich jetzt so. Aber was haben wir heute noch vor an dem Ding? Folgendes. Wir brauchen eine neue Rückleuchte, weil die ist total ausgeblichen, total kaputt. Ist aber nicht dramatisch, weil liegt hier im Kofferraum. Da haben wir schon eine. Hier Tabletten aus Holland, Kibos, alles was geht. Was brauchen wir noch bei der Kiste? Ja, erstmal nichts. Ein neues Radio auf jeden Fall. Radio ist Müll, liegt da schon auf dem Beifahrersitz, weil es gar nichts taugt. Ich hatte aber keins. Ist aber nicht so schlimm, weil jetzt habe ich eins. Ich habe noch ein Auto gehabt mit einem schönen Radio drin. Passt. Da ist es. Mit Bluetooth. Wir hätten ja schon richtig schön so Klappergeräusche machen. Hört ihr das?
Also ich glaube, das werde ich lange fahren. Das wird mir keinen Ärger machen. Das ist ein Volvo. Die sind so gut, habe ich gehört. Klapper, 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 klapper. Was ist denn das? Hör mal auf damit, Alter. Ich habe Gas gegeben, der geht aus. Yeah! Komm schon, Alter. Gierig! Ich mache ihn erstmal aus. Bevor mir ganz kaputt geht. Also ich mache mir gar keine Gedanken, dass dieser Winter irgendwie, dass ich ein unzuverlässiges Auto fahren würde oder irgendwas. Das müsste eigentlich super laufen, dieses Gerät hier. So, hier haben wir schon mal die Stecker. Da, das Radio ist ziemlicher Mist. Sieht total toll aus. Pioneer mit Bluetooth. Aber es ist halt nur Bluetooth zum Telefonieren. Das sind diese ersten Bluetooth-Scheißdinger. Also zum Kotzen. Das heißt, wir fummeln erstmal ein normales rein, ein gutes Radio. Weil, Musik ist mir persönlich ein bisschen wichtig, weil ich immer meine ganze Scheiße unterwegs mit höre. Und die Rückleuchte, die Scheiße aussieht, würde ich auch gerne noch tauschen, weil die geht mir voll auf den Senkel. Für doof aus. Danke da übrigens nochmal für. War ein Geschenk zum Museumstag, diese Rückleuchte. Boah, ich bin alles kaputt, Alter. Hier waren schon 1000 Leute bei. Ich bin nicht der Erste. Hier der Hochtöner. Ich konnte eh nichts sehen, nur eine Lampe, ne? Gucken wir mal, was Phase ist in dem Teil. Weil auf jeden Fall will ich ihn jetzt so haben, dass der jetzt bei mir als Daily laufen kann. Ob das klappt oder nicht, sehen wir die nächsten Tage. Ich will den Start von der KTM mit auf Video haben. Die ist gierig. Nee, wenn sie kalt ist, ist sie nicht gierig. Gucken wir. Passt doch! So, was war's hier? Übrigens zum Thema Gordon, wir haben ein bisschen geschnackt, ein bisschen Spaß gehabt und sowas. Wir haben jetzt auch schon 18 Uhr Feierabend, 19.09 Uhr läuft. Ja, mit einem Toyota-Händler, schade, dass das nicht funktioniert hat. MR2 dauert immer noch, das ist ein richtiges Langzeitprojekt. So, jetzt gucken wir uns mal unseren Volvo an. Ich habe die Rückleuchte mal eben ausgebaut. Die Birne ist ein bisschen angetüdelt, die können wir neu machen. Die ist nämlich am Ende, die schmeiße ich auch gleich weg, weil die total angeschwärzt ist schon von außen. Das ist nicht so ganz schön. Die wird demnächst mal sterben. Dann muss eine neue, haben wir so Kisten. Zum Glück haben wir Kisten. Damals auch aus Fanpaketen zusammengesammelt und ein bisschen Schrottplatz. Dass wir so ein bisschen birnenmäßig, hier lampenmäßig den ganzen Laden aufmachen können. Guck mal, nagelneu, so aus dem Regal gegriffen. Wunderschön. Das ist eine 21 Watt müsste die haben. Jo, 12 Volt. Warum gucke ich? Ich habe auch 24 Volt Birnen. Da geht der Rücklicht gar nicht mehr. Ja, ich mache ja das Rücklicht gerade neu, was so ausgeschlagen ist. Ausgeschlagen, was so scheiße aussieht. Rad habe ich schon eingebaut. Ich habe die Standheizung angemacht von dem Auto. Die orange Lampe funktioniert. Die Standheizung aber nicht. Also Standheizung kann man schon mal vergessen. Die geht natürlich nicht. Genau wie die Sitzheizung. Also dieses Auto ist eigentlich ein Volvo. Komplett ohne Komfort. Gebläse drin geht nicht. Habe ich gebrückt. Das läuft nur auf Vollgas und an und aus. Also das heißt, es ist eine richtig, richtige Gurke. Das passt aber eigentlich ganz gut zu uns. Und tatsächlich, wenn der Volvo jetzt eine Woche durchhält, als Daily bei mir, habe ich versprochen, kaufe ich eine Anhängerkupplung. Weil dann darf man nämlich auch den Max Speed Shop Trailer ziehen. Für Langstrecke. Das wird der neue Shit. Dann darf man das Chromweg vorher gemacht, macht er dann weiter. Weil ich habe überlegt, ein besseres Auto für das Geld, also war ja umsonst damals, ne? Nochmal danke, Anning. kriegst du eigentlich nicht. Und so, wenn es kaputt gehen sollte, hast du immer noch eigentlich genug Reserve, um ihn heile zu machen. Also läuft das doch eigentlich. Also überhaupt kein Problem. So sehe ich das. Übrigens nochmal eben so ein kleiner Blick für euch hier, was hier in der Halle abgeht, weil ich, das Video ist ja so ein bisschen, also das Video ist total unstrukturiert, aber es ist halt immer so. Ich fahre mal zur Halle und weiß nicht, was ich filmen soll. Und jetzt seht ihr halt unstrukturierten Max aus dem richtigen Leben. MR2 war eigentlich geplant, läuft nicht. Okay, gut, fertig. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon laufen sehen, weil das Video später halt zum MR2 erst kommt, ich so ein Ding daraus machen wollte, wo man starten kann. Das ist halt dieses typische Videoplan, durcheinander, Klaus, Dingsbums, alles. Also nur eben dazu. Ich habe den Passat gemacht hier, den hier, guck mal. Ich habe den nämlich hier Heckklappe repariert. Aber wir haben erstmal mit Sikaflex
Also wir haben das entrostet hier, haben Sikaflex diese Naht zugemacht, damit wirklich kein Wasser reinläuft. Ist pures Gurkenprinzip. Das ist jetzt natürlich nicht, wie man es macht. Eigentlich müssen wir die Heckscheibe rausmachen, den Heckscheibenrahmen schweißen. Hier, da, Originallack, fertig. Natürlich ist es nicht drin. Ich will für den Wagen keine 300.000 Euro haben oder so. Deswegen haben wir es so gemacht. Der 1.8T sieht auch so ganz cool aus. Dann habe ich meinen Streifen abgeklebt. Da, hier, unten weg, bis hier die Glanzkante. Und habe das matt-schwarz lackiert. Und das sieht echt ganz geil aus. Ein matt-schwarzer Streifen, der hinten lang geht, steht im Wagen eigentlich. VW-Zeichen wieder montiert, eine Blende ran, Kennzeichenhalter wieder ran. 5-Teils-Kennzeichen hat abgelaufen, ist hier besser als gar kein Kennzeichen, läuft. Jetzt braucht der noch, vielleicht noch so einen Deckel da unten, der fehlt nämlich leider. Auf den kann ich noch einen auftreiben. Und er braucht, neuen Beifahrerscheibenwischer oder Scheibenwischer, Beifahrerfensterheber. Der saust nämlich ein bisschen runter. Und dann ist die Kiste eigentlich fertig. Ölwechsel hat er schon, Wartung hat er jetzt auch schon. Zahnriemen von dem Ding ist, naja, nicht der beste, aber auch nicht der neueste. Aber nur optisch stinkt es eigentlich wieder fällig, ohne drüber reden. Aber meine Augen haben mir gesagt, das Ding hält noch 2 Jahre. Passt. Also typisch Max. Halt, weil lohnt sich für dem Auto für mich halt nicht. Aber sieht okay aus. Wir haben Erfahrung, Gordon und ich. Wenn wir sagen, der Zahnriemen hält noch 2 Jahre, hält er auch 2 Jahre. Haben wir bei Toledo ja gesehen. Voll unnötig gewesen, ihn zu tauschen. Der wird damit auch durch die Gegend fahren. Sonst hier, Volvo. Übrigens Zahnriementechnik 2019. Bin das für ein Zahnriemen von 1999, werde ich ihn wohl gemacht, aber sonst nicht. Der Zahnriemen ist aber gut, der ist ja neu von dem Teil. Ich finde ihn irgendwie lustig. Guck mal, war so ein bisschen Lackklaus für euch. Hier ist der Klarlack überall weg, komplett. Da ist er weg. Hier seht ihr auch diesen matt. Klar, matt, klar. Seht ihr das? Dann geht's hier weiter. Klarlack ab, Klarlack ab, Klarlack ab, Klarlack ab. Leiste kaputt, nochmal kaputt, Kratzer da. Wir gehen mal rundum. Klarlack auf der ganzen Motorhaube, komplett gerammelt. Reifen neu. ich habe neue Scheibenwischergummis übrigens an den Scheibenwischerdinger rangemacht. Ich habe die sogar kaputt, die gehen glaube ich gar nicht mehr, aber egal. Kennzeichen jetzt dran, ausgeblichenes Plastik. Wir machen hier weiter, das ist die Schokoladenseite von dem Auto, die ist noch ein bisschen besser. Die ist so ein bisschen mehr Klarlack ab, bis hier so ungefähr. Aber dafür hat er so ein bisschen weniger Kratzer. Auch so ein Thema, wo ich erzählt habe, ich werde den Wagen unbedingt mal lackieren. Ich werde es irgendwann auch mal machen tatsächlich, weil der Lack ist echt scheiße. Der Lack ist oberscheiße. Aber aktuell ein ziemlich lustiger Sleeper und ich will halt nur wissen, ob er auch funktioniert. Wenn der Wagen jetzt nicht läuft und mir Probleme macht, brauche ich das nicht lackieren. Das heißt, lassen erstmal ein bisschen Alltag laufen, mal gucken, ein bisschen kennenlernen, wie er sich verhält, wie er Öl verbraucht, ob der Turbolader wirklich ein Arsch ist, wenn er ein Arsch ist, wie wir ihn billig in Stand setzen können. Und dann, wenn das alles funktioniert, das Auto fährt, dann machen wir das Ding ein Speedshop-Design. Geilste Design aller Zeiten. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass eine Mattlackierung Special beschissener aussieht als das. Definitiv nicht. Obwohl es lustig aussieht, weil das halt eine richtige Gurke ist. Er sieht halt nicht schnell aus, aber der hat halt Dampf. Finde ich voll gut. Ja, habt ihr Scheiße zusammen. Das ist jetzt das erste Video, glaube ich, wo ich in so einem Volvo hinten drin liege. Bei dem Junge. Nichts gegen Hunde, aber hier wohnt ja auf jeden Fall mein Hund drin. Boah. Junge, hier in der Ecke irgendwie ist auch nicht. Da hat sich noch so ein bisschen Hund angesammelt. So komplett. Ich habe aber keine Hundeallergie. Ich mag Hunde. Ich bin Hunde-Fan sogar. Ah, Junge. So. Die neue Rückleuchte. Darf ich vorstellen? Schöni, ne? Die passt nicht so hundertprozentig, oder? Doch, die passt tatsächlich. Doch, die passt. Die ist genauso von Spiel hier wieder. Jetzt kommt der Rand hier. Der Rand da. Warum passt die nicht ganz? Die ist von V70. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß, warum die nicht Plug and Play passen. Pass mal auf. Ich glaube, ich weiß, warum die nicht Plug and Play passen. Guck mal. Deswegen passen die nicht Plug and Play. Weil beim V70 sind die Rückleuchten, Blinker, weiß. Aber das können wir gurken. Pass auf, was ändern wir jetzt? Weil wir nehmen einfach orange Bieren und schon haben wir orange Blinker. Geil, ne? Scheiße. Also, wisst ihr Bescheid, wenn ihr mal überteuerte Volvo-Rundleuchten kaufen wollt, die Dinger sind wirklich schweineteuer, wenn ihr die kaufen. Wirklich, wirklich teuer, ne? Ich glaube, ein Set habe ich gesehen, irgendwie bei 180 Euro. Und das Billigste, was ich gesehen habe, war irgendwie 120, aber war Müll. War ja Müll, ne? Wie das, was ich vorher drin hatte. Und ich sage euch, wie es ist. Kannst vergessen. Und
Das ist der Grund, warum V70 nicht passt. Ich habe da aus den Kommentaren gekriegt, wieso V70 passt doch. Nein, Max, das passt nicht. Klar passt das. Aber nicht so richtig halt. Ihr seht ja warum. Oh, hier fehlt die Abdeckung komplett. Auch nicht schlecht. Die kann man so rausziehen. Hier, guck mal, warte, ich zeig euch das mal. Das ist eigentlich ganz geil gemacht mit den Hochtönern. Warte, hier Handy, Handylampe. Guck mal. So professioneller YouTuber habt ihr zugeschlagen. Wundert mich echt, dass dieser Kanal existiert. Zack, dann zieht die Dinger raus. Da habt ihr sogar Püdelpüdel, die ihr reindrücken könnt und so gehen die raus. Cool, ne? Habt ihr zwei Schrauben, Rückleuchte ausgebaut, fertig ist. Jetzt brauche ich erstmal die Rückleuchte hier aus und danach hier hole ich orange Bier. Plan? Jo. Tada! Die passt auch. Und die andere ist auch gebrochen. Guck mal, die alte hier, die ist unten kaputt. Das heißt, wir haben so noch ein Upgrade, Zustandsupgrade gemacht. Jetzt ist die Karre, würde ich mal so sagen, so Zustand 4 oder 3,5 oder so. Also, Blinkerbieren suchen in Orange. Ich habe eine ganze Kiste damit voll, das weiß ich. Nur die Frage ist, wo ist sie? Blinkies, wo seid ihr? Ja, ja. Habt ihr gehört? Wir sind hier irgendwo. Oh, das ist falsche Kiste, der muss hier rein. Blinkerbieren. Sicherungen sind hier auch was drin. Cool. Geil, die können auch da rein. Schrumpfschläuche können auch da rein. Hä, wo hab ich die denn hingepult? Ich habe eine riesige, ich betone wirklich riesige Kiste voll mit orangen Blinkerbier. Da ist er doch! Ich sehe sie! Könnt ihr sie auch sehen? Da. Eine schöne orange gefärbte. Oh, die ist doch schön. Die ist noch in gutem Zustand. Und die hier ist auch noch nicht ausgeblichen, oder? Das ist alles Gebrauchte vom Schrottplatz, aber die gehen doch. So, Blinkies haben wir. Orange Blinkies. Das heißt. Wir bauen die jetzt da ein und schon ist unsere Gurke konform. Geil, ne? Und dann haben wir V70 Rückleuchten, die Hälfte von 850 Rückleuchten kosten, da eingebaut. Und das sieht genauso aus wie vorher. Einer, der keine Ahnung von Volvo hat, so wie ich, der sieht keinen Unterschied. Ja, neue Lebenserfahrung gesammelt. Guck mal. Normale, helle Lampen haben diese Pönöpel, diese Punkte, gerade. Und orange haben diese ein bisschen angesetzt. Das heißt, du kannst die orange gar nicht in den Platz der Geraden reinstecken. Hab ich gar nicht gewusst. Sollen wir mal gucken, vielleicht kann ich ja mit einem Schleifbock die mal eben zurechtfuschen. Test das mal einer einzigen aus. Da kann ich den Hopfen da reinfummeln. Man will ja kreativ sein. Wenn ich, baue ich immer weißer ein, oder eine Lasur, und lasse ich dir dann selber ein paar, die nächsten Wochen oder was weiß ich was, mal um. Fahre ich mit weiß, frag eh keine Sau nach. Nur TÜV. Gucken, ob es jetzt passt. Einer von den Dingern so ein bisschen weggetüdelt ist. Alter, das ist ja ein Ding. Aber gut, ich glaube, das ist normal so, ne? Aber habe ich so nicht im Kopf gehabt tatsächlich. Ich dachte, die sind gleich. Guck mal, ob der Fisch auf meiner Seite ist. Gegurt! Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr so einen professionellen Umbau macht wie ich. Ihr müsst nur einer von den Dingern wegschleifen und schon passt das. Und das wackelt noch nicht mal oder irgendwas. Das fällt sogar super. So, mach ich das drüben auch dann normal und fertig. Ziemlich nerviger Abend, weil irgendwie ist alles so halb fertig. Und halbfertige Scheiße nervt. Nervt wirklich. Ihr kennt ihr das, wenn ihr jetzt. Der Gute. Vielleicht kennt ihr das. Links nochmal testen. Oh, Wunder. Orange. Vielleicht kennt ihr das, wenn die Scheiße, die ihr so geplant habt, nicht so funktioniert. Und er läuft jetzt auf jeden Fall tatsächlich besser, als ich dachte. Ich denke mal, er fährt. Ich weiß noch nicht so genau. Ich nehme auch irgendwas zu trinken mit, falls ich stranden sollte. Und ich habe auch ein Warndreieck hinten reingepackt und Warnweste und diese ganze Scheiße. Und habe auch noch ganz viele Kopfwässerblätten hinten drin liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das Ding jetzt wirklich verrecken sollte, dann hier habe ich wesentlich was gegen Kopfschmerzen. Wenn ich da einziehen sollte in der Karre. Also ich bin da so ein bisschen Volvo-mäßig, ich bin da so ein bisschen hin und her getüdelt. Weil der Volvo hat eigentlich jeden Ärger gemacht. Ne? Henning, der ihn vorher hatte, hat dann mir Ärger gemacht, der hat voll viel Geld für bezahlt. Ich glaube 3,5 damals in Dortmund. Hat den Wagen dann nach Hause gefahren, ist damit schon liegen geblieben, musste ihm was gurken wegen kaputter Schläuche. Dann hat er dann dem Auto damals, ich glaube irgendwie 1000 Euro reingesteckt. So viel Neuverschlauchungen vom Motor und sowas. Und die Gasanlage ging dann aber irgendwie nicht. Hat er keinen Bock mehr gehabt, hat das Ding mir geschenkt. Sorry, kennt ihr ja, das war ja bei dem Italien-Roadtrip. Dann kam das Ding zu mir. Ich habe den Wagen gefahren, der lief irgendwie. War alles cool. Oder hat er angefangen, Benzin zu lecken oder mal Kühlwasser zu lecken.
oder irgendwas hat er immer gehabt. Und jetzt habe ich noch einen neuen Benzinschlauch eingebaut, die Gasanlage, die funktioniert von Anfang an bei mir komischerweise. Und habe ich einfach gesagt, oh ja gut, jetzt ist Daily, ne? Mal gucken. Natürlich steht der Kronweg noch auf dem Hof hinten, läuft. Und der wird bis zum 1. November auch noch genutzt werden wegen der Anhängerkupplung. Warum nicht überreden? Erst den 1. Dezember, Entschuldigung. Aber ja, dann geht er im Winterschlaf. Und bis dahin müssen wir auf einige Fahrzeuge das neue Außenlager gebracht haben, wenn wir das Außenlager auch kriegen sollen. Ich habe eine mündliche Zusage, aber keine schriftliche. Ihr wisst selber, wie das ist. Mietgeschichten sind doof. Dann kommt einer, bietet 100 Euro mehr und schon ist die Halle weg. Ich bin echt gespannt. Aber so ungefähr ist das Thema. Dann der MR2, der mich ärgert mit den komischen hier Zündkabeln, ne, die so mega teuer sind. Ich kann die mal nicht mal mitnehmen, weil die kosten wirklich viel Geld und die würde ich auch gerne dann umtauschen. Obwohl, ich muss die erstmal bezahlen, bevor ich die umtausche. Ne? Egal, ich brauche die gar nicht bezahlen. Perfekt. Ich würde die gerne zurückgeben. Bevor ich die bezahlt habe, die Verteilerkappe kann ja bleiben. Die Verteilerkappe kostet 24,35 und hier 53,92 kosten die Zündkabel. Ich bin gespannt, wenn ich morgen den Toyota-Händler anrufe, wovon wann, ob das Teil da ist. Und das ist total die spannende Zeitblase, weil das Video, glaube ich, vor dem oder nach dem anderen Twitter-Video gelaufen ist. Ich bin noch ganz unsicher, wie ich das alles mache. Aber das ist dieses YouTube-Ding. Wahrscheinlich werde ich ein totales Chaos machen und euch einfach dieses Chaos einweihen und sagen, oh, hab ich Scheiße gebaut. Ich glaube, das ist das Einfachste. Klingt gut, ne? Voll zuverlässig, dieses. Sollte noch Öl hinten reinpacken, sicherheitshalber. Oder nochmal Kühlwasser. Aber Kühlwasser habe ich mit, ich habe Frostschutz mit. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, und den Brief nehme ich auch mit, der liegt ja auch noch hier mit in der Hause. Ne, muss eingezaved werden, das Ding. Oh, falscher Kasten. Das heißt, dann läuft das auch. Alter, total krasse Scheiße eigentlich. Total. Das bin halt wieder ich. Letzten Drücker. Daily fertig machen. Für den Winter. Oder halt der neue Max Speed Shop Kombi ist das. Das ist noch nicht mal ein Winterauto. Ich will ihn ja sogar behalten. Das ist das Schlimmste daran. Wenn er jetzt sich gut. Ich mache Licht aus hier, nicht wundern. Das ist ein bisschen tüdelig jetzt hier. Wenn er sich jetzt hält bei mir und funktioniert, ich will den Wagen gar nicht verkaufen tatsächlich. Ich will den wirklich behalten. Und ich habe keinen Bock auf die Fresse zu fliegen jetzt. Alter, es ist dunkel. Ich habe Sorgen. Und ich hoffe, der hat Bock auf mich. Weil wenn er Bock auf mich hat, kriegt er eine Anhängerkupplung als Belohnung und darf auch meinen Trailer ziehen. Ist das nicht schön für ihn? Das ist doch total toll. Also ich würde mich als Volvo richtig drauf freuen. Nicht? Gut. Wir sehen uns gleich, wenn das dunkle Video weitergeht und ich im dunklen Auto sitze und mit euch ganz dunkel durch die Gegend fahre. Letzte Probefahrt, bevor es mein Daily wird. Bevor ich zu Hause angekommen bin, ist es mein Daily. Okay? Wenn ich zu Hause nicht ankomme, dann ist es nicht mein Daily. So, Licht ist irgendwo hier. Da, Temperatur da auch schon mal so ein bisschen. Die Heizung geht jetzt gerade nicht, weil ich einen Rückschlauß-Schalter dafür drücken muss und ich weiß gerade nicht, wo er ist. Standheizung ging ja nicht, haben wir ja gelernt. Ist aber klar, dass sie nicht geht. Das ist halt eins meiner Autos. Wenn du so eine Scheiße drin hast, ist es auf jeden Fall kaputt. So, Rechnung hat alles auf dem Fußraum. Oha, der hat Rüpfe. Guck mal, der hat hier so eine uralte, lustige, spezielle. Wieso geht der eigentlich nicht aus, der Kollege hier? Ich glaube, das ist ein Türkontaktschalter kaputt. Der hat einen lustigen, alten, wunderbaren PDC-Klaus. Park Distance Control. So nachgerüstet. Und ich glaube, die funktioniert sogar, bin ich ganz sicher. Ich traue mich nicht rüber, für die Wand zu fahren. So, Tor zu und dann geht's weiter und dann hoffen wir mal, wir kommen mit dem Teil an, weil ich krieg Grünkohl und ich krieg schlechte Laune, weil ich keinen Grünkohl krieg. Aber was man jetzt das Loben sagen muss zu dem Auto, er läuft jetzt gerade ganz, ganz brav auf Gas. Hat er auch selber umgeschaltet. Aber das ist eine Gasanlage, wie sie im Buche steht. Die macht auf jeden Fall Gas, wenn sie Gas haben will. Das ist schon mal ein Anfang. Aber die zieht sich Gas. Und der Rückwärtsschalter funktioniert. Das ist schon mal ein Upgrade zum Kronweg, weil beim Kronweg geht da auf jeden Fall nicht. Oh, hier, guck mal, ich kann so das Bremslicht sehen. Seht ihr das? Scheiße, Alter. Da ist ein Panzertape drauf oder sowas. Ich kann nur nicht sehen, wo ich lang fahre. Es klingt komisch, aber der haut so einen Dampf hinten aus dem Auspuff raus, so einen Wasserdampf, dass ich hinten nicht sehen kann. Ich sehe nichts, gar nichts. Ich glaube, wenn ich so schräg fahre, ramme ich den Trailer nicht, ne? Nee. Ich glaube, so kann ich fahren. Ja, ja. Der Brian James steht links. Peter Seiner. Und hier steht mein Gurken-Rames. Oh, ich muss husten, Alter, die Abgase von dem Teil. Junge, Junge, Junge. Auf die AU bin ich ja gespannt, ne? Nächstes Jahr, wenn das zum TÜV muss.
Immer noch immer schlafen wir. Guck mal, Kevin, sein Auto steht hier. Kevin, sein Auto mit Kevin, sein Anhänger. Den machen wir morgen ab, weil der Anhänger geht nämlich zum hier zum Denksen. Der Anhänger geht zum TÜV mit mir morgen, mit einem Verkaufsauto zusammen. Und der Wagen selber hat ein defektes Motorlager. Das schenke ich ihm auch noch tatsächlich. Das ist nicht teuer, das kostet 15 Euro, baue ich ihn eben ein. Und das ist das Kevin Mobil wieder mobil, weißt du? Übrigens, Video, was übrigens der Tag heute, wo es heute rausgekommen ist. Nee, gestern kam das Video raus tatsächlich, so von der Zeitblase her. Es sind einiges los. Aber ist halt so, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Wir machen bis dann Dezember Doppelvideos oder so. Mal gucken. Ich bin noch ein bisschen am Plan. Geht Lüftung eigentlich an mit meinem Gurkenschalter? Schön wär's. Schön wär's, Alter. Natürlich geht Lüftung nicht an mit meinem Gurkenschalter. Ach, Kacke. Hab ich schon was gebaut, was cool ist? Und dann geht die Lüftungsbrücke nicht. Ach, Mann. Oder? Der Schalter? Nix, keiner zu Hause. Es kann ja wieder heiter werden. Also die Heizungsscheiße darf ich auch noch mal reparieren. Oder noch mal beigurken. Oder halt wirklich reparieren. Vielleicht berichte ich, dass das wirklich wie sein muss. Aber ich hatte vorhin eine neue Einheit. Und die Einheit habe ich nicht. Oh, er fährt aber gut, ne? Der hat Bock. Und er hat den 5-Zylinder-Turbo. Lustiges Pfeifgeräusch gemacht. Und hier klang wie ein 5-Zylinder. Passt. Das Scheibe ein Stück aufmachen. Ohne Lüftung ist kacke. Die muss funktionieren, Alter. Ich kann im Winter nicht mit dem Auto hier gegenfahren, was keine Lüftung hat. Sogar mein Trabi hat eine Lüftung. Also eins, was ich wirklich cool finde, ne? Ich hab gestern Abend Forza Horizon 5 gezockt. Und im Forza Horizon 5 gibt es genau dieses Auto mit diesem Motor. Als T5 R Turbo. Aber genauso lackiert wie den hier. Dann kann ich sagen, ich habe auch einen. Aber leider hier. Das ist cool, wenn du ein Auto hast. Kennt ihr das, wenn ihr ein Auto habt, was in Rennspielen vorkommt? Voll geil. Das feiere ich. Nur halt bei dem hier ist ja das Problem. Leider haben die Patina von dem hier nicht in den Spiel. Wäre ziemlich cool. Ich habe erstmal auf Handschalter umgebaut da. Mit Renngetriebe und ich glaube 600 PS oder sowas. Da läuft er besser als in echten Leben. Aber da läuft er wenigstens. Wir hoffen, der hier läuft jetzt auch. Aber keine Lampe an. Guck mal, keine einzige Lampe. Der ist voll zufrieden. Ich habe noch nie so ein glückliches Auto besessen. So der Kronweg meckert immer rum. Oh, Benzin ist billiger geworden. Nee, Benzin ist teurer geworden, aber Diesel ist billiger geworden. 1,89 für Diesel. Wenn ich mich jetzt verarschen, so ich mit der Gaskarre und dann ist Gas teurer geworden und Diesel billiger oder was? Ach komm. Oh, haben sie da five. Ich bin richtig gespannt, wie er sich hält. Das Ding hat über 500.000 gelaufen. Die 218.000 sind nur stehen geblieben, der Tacho. Ich bin richtig gespannt. Radio geht auch. Das ist schon mal cool. So, geht das hier auch noch? Kann er auch so wieder langsamer werden. Fakt ist, wenn du richtig trittst, ne? Voll drauf latscht und das Getriebe schaltet, Alter. Du willst das nicht. Du willst es nicht, dass er so schaltet. Der knallt die Gänge richtig rein. Pam! Pam! Also richtig so als würde so richtig so einen richtig oberfetten Schall drucken. Also nicht so ein bisschen, sondern der ist schon hart, ne? Also das Getriebe hat schon einiges gesehen von der Karre. Eigentlich hat alles an diesem Auto irgendwie. Es hat alles irgendwie abgegriffen und verschlissen. Vom Fahren her. Vom Fahrwerk her merkst du ein bisschen, dass er schon ein bisschen was gesehen hat. Vom Lenkrad her, von der Fensterheber her. Allein schon dieses Spiel, was sie so ein bisschen haben beim Aufmachen. Daran sieht man schon tausendmal benutzt, wo der Schalter ist abgegrabbelt. Die Sitzheizung ist kaputt. Das ist eine richtige Obergurke. Gefällt mir. Genau mein Standard. Ich feiere ihn, weil der Quomweg, der war so ein bisschen. Also seitdem man dieses ganze Blaulicht, die Aufkleber, das ist schon sauber und gepflegt ist. Also der Gurkenfaktor ist halt nicht mehr da, ne? Das ist halt kein, also ihr kriegt dafür davon die Gurke. Also eine richtige Police-Gurke für runtergerockt und so, gerissene Scheibe und was ich für alles. Also projektmäßig ist der richtig gestiegen jetzt, ne? So vom Zustand her. Ich würde mal sagen, das hier ist der nächste. Vielleicht kriegen wir es noch besser hin, weißt du schon. Den rüste ich noch ein bisschen auf und mache ihn noch cooler. Aber im Quomweg hat es ja auch funktioniert. Wenn mich immer fragen, ob ich, wenn ich neu lackieren würde, aber mit einer Beklebung mit dem Boot fähre. Ich glaube auch,
Also irgendwas Wildes machen wir aus der Kiste. Wenn der Wagen Bock hat, wird er noch richtig geil. Also richtig geiles Gurkengefährt. Ein RGGF. Ein richtig geiles Gurkengefährt. Irgendwie so. Klingt doch tüffig, oder? Klingt plausibel oder nicht. Erfahren tue ich eigentlich ganz gerne. Ich sitze sehr gut hier drin. Sogar besser als in Kornweg. Es war schon wieder richtig clever gewesen. Da habe ich original Brief und Fahrzeugschein von der Karre in der Halle vergessen. Liegt noch auf dem Motorhaube. Ich glaube vom Käfer oder was. Scheiße. Weil vor allem, naja gut, mit dem ist eh nicht angehalten. Ob die Polizei so einen langweiligen Volvo anhält? Eigentlich nicht, oder? Das ist eigentlich so ein typisches Auto, bei dem du nie angehalten wirst, weil es nie einer auf dem Schirm hat. Auch nicht mit Raserei oder irgendwas. Bei dem Auto, damit kannst du so einige verarschen an der Ampel, so Sleeper-mäßig. Weil da glaubt nämlich keiner, dass der Dampf hat. Das finde ich am geilsten an dem Teil, so ein bisschen. Das hat so ein bisschen, ich habe immer gesagt, ich hätte gerne mal einen T5. Das ist so Volvo-mäßig mein Traumauto. Tatsächlich, seitdem ich diesen anderen Volvo hatte, wollte ich immer einen haben. Jetzt habe ich einen und jetzt habe ich auch endlich mal einen Grund, den zuzulassen. Cool. Eigentlich habe ich ihn behalten und nicht verkauft. Wirklich. Also bin ich echt stolz drauf, dass ich mich zusammengerissen habe. Auch bei der ganzen Zeit, wo die ganze Finanzscheiße so mega, mega oberknapp war. Ich habe ihn trotzdem behalten. Ich war ihm loyal. Jetzt würde ich mal hoffen, dass er mir loyal bleibt. Weil ich fahre jetzt auf der Autobahn. Ich fahre ihn normal erstmal. Erstmal einfahren so ein bisschen. Kennenlernen. Da will ich schon wissen, wo der seinen Schaden hat. Weil irgendwas wird er noch haben, wo das ziemlich kaputt ist. Was ich jetzt schon. Irgendwas kommt noch. Ich habe irgendwas im Gefühl. Weiß ich auch nicht. Oder auch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, da kommt noch mal jemand auf mich zu bei der Kiste. Da gerade an der Ampel. Der eigentlich nur aus Versehen, ne? Neben mir standen hier 3er BMW, E90er, so ein Ding ist das. Irgendwie so eine Kiste, die ist auch schon so ein paar Jahre älter. Ne? Also, aber auf jeden Fall voll auf Pimp drauf getüdelt. Er latscht voll drauf, ich auch irgendwie, weißt du? Und dann so ganz normal halt so, weil man kennt ihn. Ne? Und dann ich mit dem Volvo hier voll, ja. Dann geht mir die Räder vorne durch, einer bei 70 und ich bin weg. Der BMW-Fahrer hat auch gedacht, wo bin ich jetzt gelandet? Ich will nicht wissen, was der Volvo jetzt aus dem Auspuff rausgehustet hat. So richtig ekelig, so richtig so alte Abgase, Kacke, Kackwürfel oder irgendwas, was denn draufgeflogen ist alles. Aber egal. Egal. Ich feiere die Karre wirklich. Ich finde ihn total gut. Ich bin echt geil. Aber ich hätte gerne Sitzheizung tatsächlich. Vielleicht nicht mal so Matte dafür. Oder repariere die alte, mal gucken. Ich bin nicht, weil ich werde auch alt jetzt. Ich bin 30 und ich brauche dringend mal so ein Ding. Und so eine Heizung, die wäre schon ganz ordentlich. Ne? Das fängt ja schon mit einem K30 hier an. Ist ja hier, guck mal hier, klick, klack, kommt nix. Weißt du, da habe ich schon einen Trabi-Schalter eingebaut und der hat keinen Bock. Und der quietscht links irgendwo. Ich glaube, hier ist, ach ja, ich weiß, was das ist. Ja, genau. Ich weiß, warum der so scheiße eierig fährt. Der Stabi ist ein Arsch. Genau, das war's ja. Den kannst du hin und her schieben. Der ist total tot bei der Karre. Ich muss noch neue Stabi-Gummis bestellen. Das ist eigentlich fast schon fahrlässig, die jetzt zu fahren mit den ranzigen Stabi. Egal, das geht trotzdem. Umbringen tut damit keinen, aber nicht schnell auf jeden Fall. Stabi-Gummi ist ein Kacke. Die kannst du hin und her schieben, den Stabi. Das ist ein adaptabler Hin- und Herschieb-Stabi. Also genau das, was du eigentlich nicht machen darfst damit. Ich muss so abschließend sagen, ich hatte im Alltag schon viel schlimmere Autos. Ne? Das beste Auto, was ich am günstigsten jahrelang gefahren habe, war halt die Gurke. Das war das beste Auto, was ich jemals hatte. Wir sind so für den Alltagsbetrieb so, ne? Aber wegen Familie und so geht die halt nicht mehr. Deswegen muss ich immer so Westgurken holen. Denn der Kackburg darf ja auch nicht, wenn meine Frau nicht einsteigen, heißt, ich brauche ein Westauto. Ich glaube, von der Gurkigkeit und von Special Factor ist der Volvo ganz gut dabei. Und vor allem ist mein Experiment, weil nicht jeder kauft sich ein Volvo. Finde ich jetzt so. Das ist cool. Gut, Freunde, das war mein abschließendes Ding, weil es anders eh nur zu dunkel. Ich gehe jetzt Grünkohl essen. Ich will mal hoffen, ihr hättet einen schönen Tag. Video hat euch gefallen, war ein bisschen dunkel, ein bisschen tüdelig, aber ist halt mein Alltag. Ich stecke da nicht drin, Mann, und ich kriege das so ungefiltert rein, wie ich es auch erlebe. So, munter, Freunde. Hoffentlich hat es gefallen. Ciao. Und Fahrrad. Und Abo, liken, ihr kennt die ganze Scheiße. Kann ich gebrauchen. Munter. Dum, 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 dum.